Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Türchen öffnen bei uns auf dem Kanal Jabu LP. Ich habe eigentlich gesagt, okay, die Folge kommt am 2.12. später. Wir haben jetzt den 2.12. Aber mir ist nicht in den Kopf gegangen oder in den Sinn gekommen, hey, du kannst ja auch direkt nach 0 Uhr eigentlich aufnehmen. Und das mache ich auch. Wir haben jetzt 0 Uhr 6. Ja, das heißt, die Folge kann ich dann doch geplant hochladen, so wie ich auch Minecraft gleich noch hochladen werde. Und also somit kommt dann die Folge nicht später raus. Wir werden auch gleich wieder rubbeln. Wir werden gleich wieder ein Paket, also hier so ein Päckchen auspacken und wir werden hier gleich die Apokalypse vorlesen. So, ja. Langsam, Steffi. Ich werde jetzt wieder eine Kurzgeschichte erzählen und ja, was ich euch noch sagen wollte, ja, ich war fleißig, ja, nach der letzten Aufnahme. Ich muss aufpassen, jetzt gucke ich gerade nach unten, weil da sehe ich mich gerade und nicht, dass mir das hier gleich also so runterkracht, ja. Ja, ich habe gebacken, das jetzt hier nicht, das war Mama, aber ich habe hier wieder mein Berliner Brot gemacht. Das ist nur das jetzt hier drin, was mir leider zerbröselt ist. Ja, Berliner Brot und dann hier so leckere Plätzchen mit Marmelade dazwischen. Nam, 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 nam. Ja, ich war richtig fleißig. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir mit der Geschichte an. Und zwar heißt die Geschichte Der kleine Engel Lukas. Damals, als ein Engel verkündete, dass Jesus geboren sei, herrschte im Himmel große Aufregung. Alle Engelschöre wollten dem Jesuskind huldigen und ihm ein Halleluja singen. Lukas, ein kleiner Engel, war aber zutiefst besorgt, denn auch er wollte am Lobgesang teilnehmen, aber seine Stimme klang seit jeher wie eingetrocknete Ölschmiere. Daher hatte Lukas auch schlechte Laune, obwohl es genug Grund zur Freude gab. »Ich muss üben, üben, üben«, entschloss er sich dann blitzschnell. Er räusperte sich, holte tief Luft und dann kam auch schon das erste krächzende Halleluja über seine Lippen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Seine Enttäuschung war groß, aber er versuchte es immer wieder, bis plötzlich ein anderer, davon genervter Engel ihn bei seinem Übungsgesang unterbrach. Lukas, das ist ja nicht zum Aushalten. Dein Rahmengekrächze geht einem ja durch Mark und Bein. Aber ich muss doch üben. Ich will doch dem Jesuskind mit meinem Gesang eine Freude machen, antwortete Lukas beleidigt. Aber so geht das nicht. Und der Engel zog ihn am Ärmel zu sich heran und flüsterte ihm ins Ohr. Soll ich dir was verraten? Lukas nickte nur. Besorge dir etwas Mandelöl und gib dann ein wenig Wasser. Damit gurgel dreimal kräftig auf. Das wirkt Wunder. So wie der Engel gesagt hatte, tat Lukas es auch. Voller Hoffnung setzte er danach seine Gesangsprobe fort. Aber seine Stimme klang immer noch wie ein verrostetes Reibeisen. Es hat nichts geholfen, sagte er mit weinerlicher Stimme. Was soll ich nur tun? Wieder ein anderer Engel hatte Lukas schon eine Zeit lang beobachtet. Auch er wollte Lukas einen gut gemeinten Rat geben. Du musst heiße Milch mit viel süßem Bienenhonig und 8 Tropfen Pfirsichöl trinken. Davon wird deine Stimme einen sanften, lieblichen Klang erhalten. Lukas tat wieder, was ihm der Engel geraten hatte. Er trank einen Becher, 2 Becher, 3 Becher, 6 Becher Milch mit Honig und Pfirsichöl in der Hoffnung, seine Stimme würde danach klingen wie feinste Geigenmusik. Aber nichts. Auch dieses Mal war alle Mühe umsonst gewesen, seine Stimme klang weiterhin alt und müde. Lukas war sehr, sehr traurig, denn die anderen Engel machten sich schon auf den Weg nach Bethlehem. Er wollte doch auch dem Heiland seine Ehre erweisen. Auf dem Weg zum Stall kam aber ein dritter Engel bei Lukas vorbei und sah ihn zerknirscht nach Bethlehem blicken. »Lukas, was ist los? Kommst du nicht mit?« »Ich kann nicht. Mein scheußlicher Gesang würde den Heiland der Welt nur verärgern. Was redest du da für einen Unsinn? Auch meine Stimme gehört nicht zu den Besten. Aber das Kind in der Krippe wird es spüren, dass mein Gesang vom Herzen kommt. Also komm jetzt, bevor es zu spät ist.« Lukas hatte keine Zeit mehr für lange Überlegungen.
denn der Engel zog ihn einfach mit zum Stall nach Bethlehem. Der Engelschor sang und im Himmel und auf Erden ertönte das größte, dankende Halleluja aller Zeiten. Als Engel Lukas das Kind in der Krippe liegen sah, klang auch sein Lied für ihn wunderschön. Das war die Geschichte, und ich habe vergessen zu sagen, von wem das ist. Das ist von Anneliese Kranzberger. Ja, finde ich total schön. War auch wieder, ne, wie gestern, eine kurze Geschichte. Und auch wieder für Kinder, ja, wieder aber für ein Jahr älter. Das ist irgendwie so nach Jahren gestuft. Das gestern war ab 3 und das war jetzt ab 4. Und ich habe gesehen, ich glaube, ab 7, ab 8 oder so. Das geht dann immer weiter höher. Und finde ich echt ganz, ganz toll, diese kleinen Kurzgeschichten. Und ja, ich würde jetzt aber sagen, dass wir... Wir fangen wieder mal mit der Geschichte an. Türchen 2 haben wir diesmal hier oben. Ja. Dann wollen wir das mal aufmachen. Hier steht ein Mann auf dem Balkon. Ja. Ich kann das mal gerne so. Macht er ja. Er fokussiert leider nicht. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen. Ja. So, und daneben haben wir einen Text. Ich bin Frank. Früher war ich Psychiater. Heute ist meine Wohnung verbarrikadiert. Durch mein Fenster kann ich über die Feuerleiter auf die Straße. Aber da draußen ist jeder mein Feind. Ja, wir haben ja aus der ersten Geschichte erfahren. Ja, kann ich hier auch nochmal zeigen. Ja, dass die Straßen leer sind und die Menschen zu Zombies wurden oder zu Untote. Ja, also nichts Schönes. Und jetzt haben wir erfahren, dass Frank früher mal Psychiater war und eigentlich gar nicht mehr auf die Straße gehen kann, weil das halt voller Zombies ist oder Untote. Und ja, ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht, weil ist echt irgendwie cool. Ne? Es ist zwar nicht sehr viel Text, aber geil gemacht, spannend gemacht. Weil man möchte ja auch wissen, wie es weitergeht, wohl. So, dann kommen wir zum nächsten. Also ich brauche das jetzt hier, um mein Rubbellos um mein Rubbellos aufzumachen. Für nichts anderes. Mit Messer und mit Scheren spielt man nicht, liebe Kinder. Och, schade, diesmal habe ich nichts gewonnen. Das sah am Anfang richtig gut aus. Schade, Marmelade. So, machen wir hier nochmal wieder. So. Ja, ich kann es euch zeigen. Für die Leute, die das gestern nicht gesehen haben. Es gibt diese Rubbellose und da sind 6 Felder drauf. Und wenn ihr dreimal den gleichen Betrag habt, ja, dann habt ihr was gewonnen. Und ich habe bis jetzt zweimal 1 Euro und zweimal 5 Euro drauf. Und das ist dann leider kein Gewinn. Schade. Schade. Steht in keinem guten Stern. Ja. Oh, ich hatte eben hier noch ein Häppchen zu mir genommen. Das muss ich mal hier eben beiseite stellen. Ich war nämlich noch nicht oben. So, jetzt wollen wir mal die Nummer 2 hier rauskramen. Aus dem Pöttchen. Das ist die Nummer 10. Die Nummer 9. Weil man kann die Zahlen, ich weiß nicht, das ist ja das, was wir... Ach, guck mal doch. So könnt ihr das sehen, ne? Das ist nur ganz schwach hier drauf. Ohne Scheiß. Ne, das ist die 12. Also schau ja mal die Kiste. Das ist die 4. Die 7. Das
22. Die 3, die haben wir noch nicht. 23, 14. Was bist du? 6. Schon wieder die 3. Die 5. 9. Haben die 2 vergessen? 19. 24. 2. 8. Ich habe gleich alle Zahlen durch. 7. 4. 4. Schon wieder die 3, Alter. Da. Ich hab dich. Hast aber auch nur du geglaubt, dass ich dich nicht finde, wa? Ja. Ja. Man sieht das echt mega schwer, wa? 2. Was ist da drin? Was ist da drin? Pinsel! Pinsel und, ja, für zum Anpinseln wollte ich gerade sagen, hier für Lied zu ziehen und was weiß ich nicht alles. Cool. Was ich ja immer scheiße finde ist, du hast ja meistens, wenn du dir so ein Schminkkästchen holst oder so, sowas hier auch dabei. Und das war, das hier. Das. Ey, du hast, ich habe ja beim letzten Mal ja schon gesagt, dass ich eigentlich eher auf dezent stehe. Und, aber das kriegst du nicht mehr ab, ne? Das ist echt krass. Und dann, wenn du dann irgendeine andere Färf nimmst, dann, ja, hast du irgendwann mal einen Mix. Und jo, da sind schon 2 Säckle gewesen. Voll krass, ey. Ihr müsst euch mal überlegen. Wir haben heute den 2.12. gerade angefangen. Für mich ist eigentlich noch gar nicht der 12. Der 2.12. gefühlt. Für mich ist immer noch der 1., weil ich will ja noch nicht pennen. Normalerweise fängt für mich eigentlich der nächste Tag an, wenn ich geschlafen habe. Und, ja. Aber wir haben in 22 Tagen einmal Heiligabend. Und in 29 Tagen, also in 4 Wochen, haben wir 2018. 2018, Leute! Weißt du, wie schnell die Zeit rast? Ich finde, sobald der September da ist, ist das Jahr schon so gut wie vorbei. Also es ist echt der Hammer, wie schnell einfach eigentlich die Zeit nur rast. Ich kann mich da eigentlich immer nur wiederholen. Ich weiß nicht, ich habe das als Kind damals nicht so empfunden, muss ich sagen. Das ist echt schon heftig. So, dann wollen wir das hier mal wieder irgendwie zumachen. Auf das ich mir morgen wieder einen Wolf suche. So, jetzt kann ich auch erstmal so mein Brettchen wieder dahin. So, ja, das war der 2.12. Unser Türchen öffnen. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen Berliner Brot gönnen. Und wir sehen uns morgen wieder. Heute ist Livestream. Ja, auf Twitch. Wer reinschauen möchte, gerne. Gerda und ich machen am Kölner Dom weiter. Und ja, sonst sehen wir uns in irgendeinem anderen Projekt wieder. Schaut aber Carsten rein, der hat wieder fleißig die Siedler 7 aufgenommen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Zeit. Und bis morgen. Tschüss.